Servus und willkommen beim weiteren Tutorial von Bucket Support. Ja, wir kommen auch schon weiter mit dem nächsten Mod. Ja, ich will das wahrscheinlich so machen, dass ich immer sprunghaft ein Mod, ein Tutorial über ein Mod und dann wir einen Sprung zu den Bucket Server. So werde ich das auch machen. Ja, wir kommen natürlich auch weiter und zwar durch Empfehlung habe ich einen Post bekommen. Ich weiß jetzt nicht, wer es war und zwar schreibt er, dass ich bitte zeigen soll, dass wie man Zahn Minimap installiert. Auch das ist kein Problem. Auch dies mache ich natürlich selbstverständlich. Link setze ich natürlich unter der Beschreibung oder in der Videobeschreibung mit rein. Wenn wir drauf sind, haben wir es hier Version 0.10.5 und natürlich für Minecraft Beta 1.7.3. Also alles noch kompatibel. So, wir haben hier den Shout. Da klicken wir einmal drauf. Dann kriegen wir hier ein paar Informationen. Das heißt dazu auch noch die Screenshots. Das heißt, dass wir wirklich hier oben rechts so eine kleine Minimap haben. Ob es in der Hölle ist oder in der normalen Welt, funktioniert es. Hier kann man noch irgendwelche Einstellungen, also ich kenne mich mit diesem Mod nicht hundertprozentig, aber die Installation kann ich hier zeigen. Gut, wir laden uns einfach hier diesen Mod hier runter oder für ältere Versionen hier drauf klicken, aber gehe ich mal nicht von aus, also laden wir uns diesen Mod mal runter. Zahn Minimap 010 für 1.7.3, das wollen wir natürlich auch. Gut, so hat er uns runtergeladen. Ich habe es schon mal runtergeladen, um es zu testen. Ja, danach gehen wir auf Start, Ausführen, geben Prozent App Data und wieder Prozent geht bei XP oder bei Vista oder Windows 7. Dann kommen wir auch schon in unseren in der Anwendungsdatei rein und da haben wir Punkt Minecraft und Punkt Spoutcraft. In dem Sinne mache ich das jetzt hier bei beiden. Infos, sollte man hier keinen Modloader benötigen, laut Info. Da wird es dann später nochmal und den Volt Edit Kleinzeit nochmal ein Tutorial, da ist der Modloader erforderlich. Aber alles, was ihr, nur eine kleine Info, alles, was ihr in Spoutcraft braucht ihr keinen Mod, weil in den Spoutcraft ist ein interner Modloader schon mit drin. Gut, wir gehen erstmal unter Punkt Minecraft, gehen natürlich hier auch Bin. Bitte immer sicherheitshalber den Bin-Ordner als Sicherungsdatei, um Fehler auszuschließen, sollte nämlich irgendwas schief laufen, dass ihr das sonst nochmal wiederholen könnt. Ja, dann öffnen wir Minecraft.jar mit einem Entpackungsprogramm. Ich nutze in dem Sinne WinRAR. Gut, denn so, wenn wir das auch aufhaben, dann können wir auch schon die Zahn Minimap auch schon öffnet, ist in dem Sinne auch eine gepackte Datei und sollte eigentlich auch alles funktionieren. So, dann haben wir hier einen Ordner mit ein paar PNG-Bildern und zwei Class-Dateien, alles so wie es hier ist, ohne Probleme hier einfach reinschieben. So, einfach mit OK bestätigen. So, dann lädt er uns diesen Mod auch schon hier rein. So, dann können wir die Jar-Datei schließen, gehen auch wieder zurück und machen das auch im Punkt Spoutcraft und natürlich in dem Bin-Ordner auch wieder hier diesen Bin-Ordner immer eine Sicherungsdatei zu erstellen. So, gehen auch hier unter Minecraft, Rechtsklick, öffne mit WinRAR, ist nämlich ein kostenloses Entpackungsprogramm. So, wenn wir das haben, so öffnen wir auch das hier und schieben auch diesen Inhalt dort rein. So, das nochmal mit OK bestätigen.
Gut, dann hat er das uns auch noch nicht. Jetzt hat das reingeladen. Können wir schließen? Jo, das war's eigentlich schon. Zu diese Plugins. Ja, da würde ich sagen, wir sehen uns gleich im Game. Ja, und da sind wir auch schon in Minecraft. Wir gehen hier jetzt auf Singleplayer und laden jetzt hier meine Testwelt. So, das wird ein kleines bisschen dauern. Aber so viel Zeit bleibt ja nun mal. Gut, er lädt hier heute mal wieder ein bisschen langsam. So. Oder noch nicht. Doch, hier kriegen wir schon. Ja. Willkommen to Zahns Minimap. Bla bla bla. Also es funktioniert. Taste Z, wofür auch immer. Gut, können wir es ausblenden. Ja, in dem Sinne oben rechts haben wir jetzt die Map. Das heißt, wir sehen in dem Sinne alles, was das Herz begehrt. Und mit Taste M kann man, glaube ich, noch. Ja, das Menü aufrufen, das kann man hier deaktivieren oder aktivieren, wie auch immer. Gut, hier kann man jetzt wohl Waypoints erstellen. Okay, fragt mich jetzt nicht, was das für ein Ding ist. Ja, von mir aus. Gut, ist auf on. Dann gehen wir mal zurück. Nether Point ist ausgeschaltet, Color ist ausgeschaltet, Willkommen Screen kann man in dem Sinne hier abschalten. Ich schalte es mal aus. Minimap. Gut, dann wird sie ausgeschaltet. Das wollen wir natürlich anlassen. Ich schalte das mal bei mir. Gut, damit zeigt er jetzt hier, ob es Tag oder Nacht ist. Also auch eine gute Funktion. Color. Würde ich mal sagen, dass es farblich da ist. Okay, dann wird es auch komplett abgeschaltet. Also mache ich jetzt bei meinen Einstellungen alles aus, außer dass die Uhr sichtbar ist und dass auch Color, in dem sie die Farbe auch dort vorhanden ist. Jo, Exit Menü. Jo, das war's eigentlich. Ja, dann würde ich sagen, das war's eigentlich schon zu diesem Tutorial. Ich schätze mal, ihr kennt euch noch ein bisschen besser. Könnt ihr mal posten, wozu dieser Warp-Punkt eben war, wozu der war. Da ich mich mit diesem Plugin nun mal noch nicht beschäftigt habe oder zu den meisten Mods. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Tutorial von Bucket Support. Bis dann, bye bye, euer Eis. Ja, und natürlich nochmal euer Eis vom Bucket Support. Und zwar unten in der Videobeschreibung sind zwei Download-Links, die euch nach Mediafire schicken. Und zwar, ja, was haben diese zwei Links zu sagen eigentlich? Ganz einfach. Ich habe schon ein paar Infos per PN, dass es bei manchen nicht klappt, wie ich es beschrieben habe, obwohl ihr es gesehen habt, dass es bei mir funktioniert. Habe ich zwei Downloads bereitgestellt. Einmal den Bin-Ordner von meinem Minecraft und einmal den Bin-Ordner von meinem Spellcraft. Einfach diesen Bin-Ordner in den jeweiligen reinschieben. Bitte Punkt Spellcraft und Punkt Minecraft nicht verwechseln, da es sonst euer kompletter Client abschießen könnte. Also ganz wichtig, ich setze es auch nochmal rein. Punkt Spellcraft. Punkt Minecraft, dazu die Bin-Ordner, einfach alle Dateien
ersetzen und dann laufen diese Mods, die ich bei meinen Tutorials erklärt habe, funktionieren dann auch bei euch. Ja, das war es eigentlich jetzt wirklich von mir. Also bis dann, bye bye, euer Eis von Bucket Support.